105 Spreeradio. Unglaublich, aber wahr. Berliner Geschichten. Der Berliner Patrick Hausting lernt in der Vorschule schwimmen und entdeckt schon im zarten Alter von 7 Jahren ein neues, doch ungewöhnliches Hobby für sich. Das Wasserspringen. Es ist auch nicht so eine Sportart, die so viel Ausdauer fordert. Es ist mehr so eine spritzige Schnellkraftsportart und Adrenalinschub. Ich war immer ein sehr aktives Kind. Deswegen bin ich auch, glaube ich, so spaß- und freudvoll schon mit 7 ins Wasser gesprungen, ohne Angst zu haben, dass ich da runtergluckere. Von diesem Tag an hat Patrick nur ein Ziel. Er will später Leistungssportler werden. 1999 wechselt er auf das sportorientierte Coubertin-Gymnasium in Prenzlauer Berg und verbringt jeden Tag im Wasser. Das war meistens früh um 8 in die Schule, 2-3 Stunden, dann 2-3 Stunden Training und dann geht man wieder in die Schule und geht wieder zum Training. Ich kann mich daran erinnern, erst nach 6 Monaten Training habe ich das erste Mal richtig einen Kopfsprung probiert. Und nach 10 Jahren habe ich das erste Mal einen Kürsprung von 10 Metern gemacht, mit mehreren Drehungen. 2002 feiert Patrick erste nationale Erfolge als Turmspringer. Er sammelt Juniorenmeistertitel und wird deutscher Meister. Mit 19 tritt Patrick Hausting zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen in Peking an und holt auf Anhieb Silber im Synchronspringen. Meine erste Medaille, die ich im Senior-Wasserspringen erreichen konnte, da bin ich hochgesprungen. Ich hatte das Gefühl, dass ich 5 Meter hochgesprungen bin, weil ich mich so gefreut habe. Da weiß ich immer noch nicht, was ich sagen soll. Ne? Das ist einfach ein riesen Ding gewesen. Patrick fliegt um die ganze Welt und gewinnt immer mehr Medaillen bei internationalen Wettkämpfen. Doch dann, als er am 12. Februar 2012 von einem 10-Meter-Turm springt, knallt er plötzlich mit Tempo 60 waagerecht auf die Wasseroberfläche. Ja, dort hatte ich mit einem Sprung die ganze Woche schon im Training Probleme. Das war der 3,5-Auerbach-Seite von 10 Meter. Habe dort unglücklicherweise mit den Füßen den Turm touchiert. Habe mich aber so erschrocken, dass ich komplett die Orientierung in der Luft verloren hatte. Also ein klassischer Bauchklatscher, aber wie ein Brett. Der Aufprall ist fürchterlich. Patrick spuckt Blut. Für den jungen Sportler ist das ein großer Schock. Ich hatte keine großen inneren Verletzungen. Ich hatte vielleicht ein paar geplatzte Lungenbläschen. Der Körper übersät mit Hämatomen, blaue Augen, blauer Bauch, aufgeplatzte Haut, Blutergüsse ohne Ende. Und ansonsten bin ich aber wirklich gut weggekommen. Also man kann dort auch mal schnell Organschäden haben. Obwohl er psychisch noch angeschlagen ist, stellt sich Patrick seiner Angst und steigt sofort wieder auf den Turm. 2013 holt er direkt seinen ersten Weltmeistertitel. Und nur ein Jahr später ist er bei der Schwimm-EM in Berlin noch erfolgreicher. Finale, Gold. So, erster Tag. Nächsten Tag, wieder Gold. Jetzt schon 2-mal Gold nach 2 Tagen und ich habe noch 3 Disziplinen vor mir. Morgen wird es ein bisschen schwieriger. 3 Meter, olympische Disziplin, wieder Gold. Ich denke, das kann doch nicht sein. Nächster Tag, 3 Meter synchron, wieder 2. 4. Medaille steht quasi in den Geschichtsbüchern und das war der Hammer. Unglaublich aber wahr, trotz Sportunfall kämpft sich Patrick Hausting sofort zurück an die Spitze und ist heute der erfolgreichste Wasserspringer der Geschichte. Er ist mittlerweile 25 Jahre alt und fühlt sich im Wasser pudelwohl, bis auf eine Ausnahme. Obwohl ich gestehen muss, dass ich im offenen Meer ein bisschen Bammel habe immer. Ich sehe keinen Boden, ich sehe keinen Grund, ich weiß nicht, was da unter mir rumlungert. Habe ich manchmal immer noch so ein bisschen Bammel. Unglaublich, aber wahr. Exklusiv auf 105.5 Spreeradio.